Hey Leute, willkommen zurück zu We Happy Few. Es geht weiter. Danke fürs Anschalten und danke für die letzten Likes und Kommentare von den coolen Abweichlern hier unter euch, die keinen Bock mehr auf Joy haben, sondern sich das Joy woanders holen, nämlich in Form von Videos und, weiß ich nicht, Videospielen vielleicht. Wer braucht schon Drogen, wenn es Videospiele gibt, oder? Ist klar. Oh, jetzt auf einmal können wir es knacken, das Schloss. Seht ihr mal, letztes Mal haben wir nämlich Olli hier getroffen, der meinte, wir sollen die Stromversorgung plattlegen oder lahmlegen. Problem ist jetzt aber, wir sind hier nicht erwünscht. Ein Weg ins Siegesgedenklager finden. Oh Gott. Welches Siegesgedenklager? Wir haben doch verloren, oder nicht? Na cool. Auf jeden Fall habe ich eine Menge Schnaps gebraut letztes Mal. Mal sehen, wie das den Jungs gefällt hier. Was ist denn das hier? Da, bei Nahrung. Eigenartiger Alkohol. Es ist dasselbe Zeug, das Olli macht. Macht betrunken und gewährt ein Hai, das einfach toll ist. Verringert für kurze Zeit den Ausdauerverbrauch beim Sprinten und verursacht Betrunkenheit. Ja. Mal sehen. Wo habe ich das jetzt liegen? Ich glaube, ja, eigenartiger Alkohol. Soll ich den selber saufen, ja? Gewährt ein Hai, das geil. Also das ist schon irgendwie. Die Wortwahl ist hier super lustig. Ja, ich kann das jetzt ja leise machen, glaube ich, ne? Stop cracking your damn knuckles. Oh Gott, ich hoffe, die sehe ich hier nicht. Ich kann mich nämlich nicht wirklich gut verstecken gerade. Nice to have orders. Don't have to think so much. Ich muss den saufen, ja, den Alkohol. Okay, wie werde ich die Jungs jetzt ganz schnell los hier? Die geht nicht an den Plattenspieler. Ich habe noch eine Glasflasche, die kann ich mal werfen. Haben die gar nicht gehört? No plan survives contact with the enemy, you know? Na? Get him! We beat you once, we'll beat you again! Komm schon! Es ging nicht anders! Was? Grenade? Was? Oh, da hat Grenades! UTF! Kannst du mal schlafen ein bisschen? Geht er aus so, Mann? Oh, komm mal, man kann die Power Slide. Die Powergrätsche. Ja, dumm gelaufen, Jungs. Ich glaube, ihr verreckt hier aber, wenn ich euch da so liegen lasse. Ja, was soll's? Ich meine, kann mir im Prinzip ja auch egal sein, oder? So. Erstmal was wegheilen. Dass der Schirm aber auch nicht kaputt geht, das finde ich sehr lustig. Muss da rauf, aha. Die alten Männer, weißt du, die werden das nicht überleben hier draußen. Die sind aber ganz schön zähe Knochen, wenn man mal überlegt. Oh. Ah, ich habe keine Schallplatte, deswegen, sieh mal. Die ganzen Pfeile. Vielleicht kann ich ja später noch Betäubungspfeile bauen. Oh. Oh yeah. Wir haben es geschafft. Wir sind jetzt erstmal im Lager drin. Ach du Elend. Wow, Arthur, geh doch runter, Mann. Bist du bescheuert? To the train station. We sent them off to Germany because of papier-mâché.
Das ist mal eine krasse Täuschung, Leute. Das ist Pappmaché. Papiermaché, sagt er. Alter, die haben uns hier einfach nur an der Nase rumgeführt. Oh, ich weiß nicht, wie er sich bewegt, der Lichtstrahl. Oh mein Gott. Na, kommst du her? Das muss jucken. Oh shit. Gib mal ein Schlückchen, ja? Oh, wie soll ich denn da durchkommen? Boah, ist aber ganz schön was los hier auf dem Lager, oder? Oder im Lager. Die machen keine halben Sachen, was Marschieren hier und Patrouillieren angeht. Oh, Kacke. Ich traue mich nicht, einen ohnmächtig zu würgen, weil das sieht hundertprozentig jemand. Dafür bin ich viel zu langsam. Scheiße, scheiße. See if I don't. Oh, hier kann ich mich nicht mehr verstecken. Hier muss ich dann schnell sein, glaube ich. Please remember to boil all water this week. There have been some issues with the pipes. You may want to take an extra joy or two, as boiling may break it down. Alles klar, die sind noch auf Zoll, die Jungs hier. So viel ist klar. Frage ist, sind hier welche drin? Kann ich mich da ein bisschen bedienen? Vielleicht mit Granaten oder sowas? Oh, mein Dietrich ist kaputt gegangen. Oh, hier ist eine Erinnerung. Pfadfinder. Oh, I can't go, Percy. I feel terrible. I keep wanting to throw up, but I never quite can. But we're supposed to We're supposed to tell the scouts about the plants across the river. Actually, you're supposed to tell the scouts. Well, I nod sagely. I can't hear you. You're not sick, Percy. Just go and tell the scouts about the plants. I can't talk to them. Do you think they're going to be nasty to you without me? No. Well, I'm vomiting. I want to make my brother some tea. Are you going to just not show up? All right, look, I'll phone them. Just remember to turn the flame off this time. All right? Oh ja, ich glaube, Percy war nicht so der Hellste, ha? Huh? Wenn der junge Arthur ihm sagen muss, was er tun soll. Aber auch Arthur ist ein guter. The movie tonight will be Bulldog Sees It Through. This brilliant mystery story stars Jack Buchanan, Greta Gint, with Ronald Shiner as Pug. Was? Okay. Dann ziehen sich hier sogar Filme rein. Oh nein. Ich stehe da zu dritt. Habt ihr nichts Besseres zu tun? Oh Gott, jetzt kommt's auch noch her. Bitte geht einfach vorbei, ja? Oh Mann. Die machen um die Zeit noch Liegestütze. Attention all personnel.
personnel. Leibesertüchtigung. Movies will be Hellcats at Ramsgate. This stirring war movie shows one of Britain's finest victories. Don't miss it. Hier ist viel zu viel los, Leute. Ich werde hier so einen Alarm verursachen, wenn ich irgendwas mache. Die werden sofort kommen und mich hops nehmen, du. Wenn das reicht, die werden mich töten. Das sage ich euch, die werden mich einfach kalt machen. Oh, da kommen sie wieder. Oh, ich habe ein bisschen Bammel, ich traue mich hier nicht raus. Kann ich die nicht mal irgendwie weglocken? Aber das Problem ist halt, die Flaschen, das hört wieder kein Schwein, ne? Players are looking for a replacement for the role of Kate in The Taming of the Shrew. If you are theatrically inclined, please talk to Sergeant Oldcastle when he's not on the bridge. Hope they attack before I get too much older. My back is killing me. Die alten Säcke, weißt du, dass die überhaupt noch hier kämpfen müssen? Dass die noch die Stellung halten müssen, das ist doch ein bisschen lächerlich. Oh, da kommt schon der Nächste. Verdammt, ich wollte gerade schnell rüberhuschen in die Büsche. Ich habe so den Eindruck, hier komme ich auch nicht weiter, weil da vorne, wenn die da stehen... Vielleicht muss ich ja über den Trainingsbereich da vorne, hier. Oh me, oh my. Oh, kacke, ich muss da rein, aber das... Oh. Aber ich hoffe mal, wenn ich die Flasche werfe, dann hauen die von hier ab. Nicht, dass ich schon wieder irgendwie... What's that? Oh shit, die sehen mich doch. Das geht doch nie gut. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich hab's geschafft. Glaube ich zumindest. Ach was, oder ob das betreten? The key was in General Bing's office. Oh. Was? Einladung zur Angepasstheit. Verdacht um eine geringe Menge wird reduziert. Ah, alles klar. Aber wieder ein Das ist doch eine Geheimtür hier wieder, ne? There's something behind this bookcase, isn't there? Oh ja, man sieht das. There's something that could open this. Dass seltsame Sachen hier sind. Na, knacken wir das mal, ha? Huh? Oh mein Gott, schon wieder Dietrich kaputt gemacht. Naja. Absolutely not in his desk. Why doesn't that surprise me? Mich auch nicht wirklich. Aber dass ich das bisher geschafft habe, ohne entdeckt zu werden, das überrascht mich schon so ein bisschen. Boah, der hat einen Elefantenfuß. Schirmständer, was für ein Schwein ist das denn? Heilungsgegenstände gewähren etwas mehr Gesundheit. Alles klar. So ein Schwein, weißt du, der ist ja wie Mr. Burns. Kann ich da nicht raufklettern? So geht's doch. Kleines Leinentuch.
Hutschließer. Interessant. Wie kann ich das Bücherregal denn verschieben, sag mal? Wow. Niemand. No one saw me hide. I bet I could stay here forever. At least until I starve to death. Wie kriege ich das Bücherregal verschoben? Oh, sieh mal. Das Noten. Oh, ich dachte schon, ich kann mir die Noten hier vielleicht mal angucken. Nee, so geht's auch nicht. Wie kann ich denn das Bücherregal? Oh nein, die Batterie ist leer. Oh, warte mal. Aha, Note, Akkord, Note. Was für eine heitere Melodie. Vielleicht sollte ich sie spielen. Piano Music, eh? Maybe I should have a read and play it. Ah, super, siehst du mal. Das ist so geil, Leute. If it leads underground like the others, I can use it to get out of here once I'm done. Ich muss erst den Generator sabotieren. Oh, ist das geil, Leute. Ich kann hier in das Lager reinkommen und raus, wenn ich möchte. Oh nein, ich muss da vorne hin wieder. Ach du Scheiße. Das ist ja ein Spaß hier. Bloody hell. Die Achtung. Oh Gott. Achtung! Oh nein, 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 schnell! Oh. Achtung, die Latrine! Lackenstakten! Das ist jetzt hier dummerweise nicht als versteckt, diese großen Büsche nur mal so. Aha. Oh. Das ist ja schön für den Musiker. Oh, das ist die Armory. Soll ich mal einen Blick in die Armory wagen? Warte mal, man kann ja auch übrigens also wirklich dann manuell speichern. Das mache ich jetzt mal. Alarm aus. Oh, nee, 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 das machen wir nicht. Das wäre ziemlich bescheuert, wenn ich jetzt selber meine Mission hier sabotiere. Attention all personnel. If you find any plague mushrooms inside the camp, please notify Corporal Ramsbottom so they can be eradicated safely. Ramsbottom? Oh Gott. Lass doch mal gerade auslaufen, Kerl. Oh nein. Oh, das war knapp. So, alleine hier. Please don't make a fuss. So. All personnel. Patrols should be particularly careful in the forest. More than the usual number of plague victims have been spotted there recently. Oh mein Gott, ich habe die Armory geknackt. Eine Schockgranate. Nice to have a way to take people out of commission without killing them. Oh, ist das gut, Leute. Jetzt kann ich mich erstmal schön bumsfidel. Erhöht den Schaden durch explosive Waffen um eine gewisse Menge. Ballistischer Böller. Oh, ist das fantastisch. Ja, die haben auch eine Schraube locker hier. Oh, come on,
Rat, you can't take all this with you. Oh Mann, jetzt bin ich auch noch überladen. Oh, Schwarzpulver. Oh, ist das geil, Leute. Ich habe hier die ganze... To allow time to repair the mannequin, bayonet practice has been rescheduled for owner... Ja, ja. Also, die haben hier nichts gesichert, die Pfeifen. Gar nichts. Ich glaube, das Repartiergewehr, das ist alles so ein bisschen... Die sind vor allem ein bisschen kacke, hä? Und ein bisschen schwer. Bisschen kacke und schwer. So, jetzt kann ich wieder ein bisschen mehr tragen. Geil. Geile Sache, Leute. Ich habe mich voll zugepackt. Warum hatte das so eine Unterwäsche da hängen? Ich habe leider überhaupt noch keinen Überblick über so den Querschnitt der Karte hier, was es da alles zu tun gibt, aber ich glaube, ich habe erstmal so das Wichtigste. Das Arsenal habe ich und ich habe den Schlüssel. Jetzt kann ich den Generatorraum erledigen, also ausmachen und dann kommt Olli und holt sich den Rest wahrscheinlich. Da gibt es ein richtiges Chaos hier, vermute ich mal. So richtig schön. Ach Gott, wird das schön. Oh, ein Stück Kuchen. Das wollen wir mal nicht, dass hier der gleich wieder reingerannt kommt, wenn ich jetzt gerade am Machen bin hier. Oh, sieh mal das. Schön, schön, schön. Alles voll mit Sachen. Da ist sogar noch eine im Glaskasten, eine Muskete. Wollen wir was bauen, wenn ich was kann? Der Kopfklopfer. Ich finde den Namen immer noch sehr geil. Reparatursatz. Wollen wir uns mal ein paar bauen vielleicht? Es wäre nie verkehrt, wenn ich da einen bei habe und wenn ich da nämlich einen brauche. Andererseits, ich hätte mir den jetzt auch schon so bauen können, weil wie kann man ja auch unterwegs bauen? Ja, nichts, was eine Werkbank benötigt, glaube ich. Ich frage mich sowieso, warum es die Werkbänke gibt. Tonight's movies will be Hellcats at Ramsgate. This stirring war movie shows one of Britain's finest victories. Don't miss it. Na gut. Ein andermal. Ich habe ja keine Lust auf Filmabend. Ich will lieber klauen und Scheiße machen. Oh, Klebeband. Quatsch. Ja, nehmen wir alles mit. Alright, here goes. Und jetzt mal raus hier. Oh, for fuck's sake, Ollie. He knew it was alarmed, didn't he? I bet he bloody knew. How do I get out of here? I'm not going to be able to jump over the fence from this side. I've got to get back to the general secret hatch. That's my way out. Ich gerade dabei, ja? Kein Stress. Ist ja gerade keiner. Das ist so exciting! Nicht, dass ihr ein Herzinfarkt kriegt, ihr alten Männer, ha? Huh? Oh Gott, mich sieht aber keiner, das ist voll gut. Ich komme hier sehr gut durch. Ich habe noch ein paar geile Böller, aber die werde ich jetzt nicht hier verschwenden. Oh nein. Wo sind die Glasflaschen? Wo sind die Glasflaschen? Such. Scheiße. Glasflaschen waren das. Hol sie dir. Oh mein Gott, ich schaff's, Leute. Ich schaff's, ohne gesehen zu werden.
Wird einfach mal der Ninja. Glaubt er? Arthur, der Ninja. Und jetzt ab in die Hatch. Hahaha, ich mich jetzt gerade erwischt. Ihr Pfeifen. Was ist die Glocke? Ah. Newspaper and fucking glue. Right. Fucking glue. Now if I can make it back to Ollie alive, he'll help me get out of town. Assuming that wasn't another lie, that won't be an awkward conversation at all, will it? Okay. Oh Gott. Shit, 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 shit. Geh doch mal zur Geheimbrennerei machen und ein paar Flaschen voll. Vielleicht kann ich dir mit Alkohol ablenken oder. Nee, besser, ich zieh mir mal so einen Alkohol rein, dann sprinte ich hier einfach raus. Gibt dir ein angenehmes Hai, habe ich gehört. Hi. Hat jetzt hier noch jemand rum? Das wäre unschön. Muss hier nämlich leider ausschalten. So. Alkoholempfänger! Das hört sich an wie so ein Berufsalkoholiker. Ich bin Alkoholempfänger. So. Komm, schnell voll machen. Schön Whisky saufen. Das gute Zeug. Ich glaube, so langsam muss ich auch mal wieder pennen hier. Es ist 5 Uhr morgens und ich habe noch kein Auge zugetan die Nacht. Allerdings, eigentlich müsste Arthur ja so unter Adrenalin stehen, was wir jetzt gerade wieder gerissen haben hier. Das ist ja unglaublich. Unglaublich geil. So, komm. Zieh dir mal rein, so eine Flasche. Eselpilze. Oh, okay. Oh, ist das krass. Ich sehe Farben, alles so bunt. Hahaha. Das Leben ist so schön. Oh mein Gott, guckt euch das mal an. Das ist so bunt. Guck mal, die Blumen. Technocolor Rainbows. Überall. Schade, ich habe gedacht, das wäre ein Rückzugsbunker, aber ist es wohl nicht. Hallo. Habt ihr gar nicht, aber kein Scheiß. Na komm. Was ist das denn eben? Geh aus meinem Gesicht. Always liked you, actually. Wow. Wie auch seine Stimme so verzerrt ist. Was ist denn das hier? Hallo? Was ist denn da? Ist das so ein Memorial-Ding? This one hurt a bit. Sorry. For the brave martyrs of the saint. Also für die tapferen Märtyrer des Aufstands von Sankt. Christpinus-Tag. Dulce et decorum est pro patria mori. Oh, Gedichte. Das lese ich jetzt nicht. Okay. Ihr habt es ja gelesen, habe ich gesehen. Ne? Pause gemacht und habe es gelesen. Super. Ich frage das ab übrigens nächstes Mal. Müsst ihr auswendig können, ja? Okay. Oh Gott, dieses Alkohol-Hai-Zeug, das ist total lustig. Werde ich vielleicht öfter mal reinpfeifen. Oh nein! Wäre es nicht zu Hause aus. Schade. Ich hätte aber gerne die Wirkung noch ein bisschen erhöht. Oder verlängert. Alles klar, Leute, ich mach mal Schluss hier. Oh, die Jungs sind auch alle abgezogen, ha? Huh? Ich hoffe nicht, dass. Oh, okay, die sind alle noch besoffen. Oder tot. Ich glaube, die sind ein bisschen tot aus. Alkoholvergiftungen, keinen interessiert. Na gut. Leute, danke fürs Zusehen. Ich werde mich mal ins Lager schaffen und dann noch ein bisschen pennen gehen und dann sehen wir uns nächstes Mal wieder beim Part. Ich hoffe, ihr habt Bock zu liken und zu kommentieren, denn ich hatte Spaß und hoffe, euch geht's genauso. Na gut, bis dann mit We Happy Few, Leute. Ciao, ciao. Tschüss, tschüss, tschüss.